Mal wieder Station an der Kraxelalm oder in der Kraxelalm, direkt an der Autobahn A8 gelegen von Stuttgart nach Karlsruhe, Ausfahrt Rudesheim nehmen. Dann kommt man hierher in die Kraxelalm. Und das hat auch mein heutiger Interviewpartner gemacht, der Micha. Micha von der Rampe, so nennt er sich, Künstlername. Und ich sage mal Hallo und herzlich willkommen. Ja, einen wunderschönen guten Nachmittag hier in der wirklich wunderschönen Kraxelalm. Ja. Genau. Und wer es sieht oder vielleicht, wie man es erahnen kann, es geht ein bisschen volkstümlich zu, denn er hat Trachtenhemd an und nachher sieht man auch noch ein bisschen mehr. Auch die Lederhose und ein ganz tolles Instrument hat er dabei, eigentlich das Größte, was man so hat. Wir wollen noch nicht zu viel verraten, aber damit hat er kürzlich in den Medien für Furore gesorgt und deswegen bin ich eigentlich auch darauf aufmerksam geworden. Er hat nämlich auf der Autobahn gespielt. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll zum Erzählen. Also ich bin auf der 81 von Heilbronn nach Stuttgart gefahren. Es war Vollsperrung, es ging gar nichts mehr. 2,5 Stunden. Ich dachte, komm, bevor ich da mich jetzt langweile, hol meine Tuba raus, unterhalte die Leute. Und es war sehr spaßig. Zudem bin ich auf Facebook live gegangen. Das Ganze hat dann irgendeine Dame von der Presse gesehen, der ich auch dankbar bin. Und das Ganze ging dann wirklich viral. Stuttgarter Zeitung, Frankfurter Allgemeine, Sat.1, Frühstücksfernsehen, Stern, Neon, keine Ahnung, haben drüber berichtet. Über die. Tja, so kann man natürlich auch in die Medien kommen, obwohl man vielleicht noch gar nicht so wirklich bekannt ist als Musikant. Aber ich glaube, so auf den Mallorca-Schiene, da hat man dich dann doch schon ein paar Mal irgendwo gesehen. Wie lange machst denn du schon Musik? Und jetzt darf man es auch verraten, es ist die Tuba. Ne? Ja, also Musik mache ich definitiv schon gefühlt mein Leben lang. Aber das ganze Projekt als Micha von der Rampe mit eigenen Songs, mit Vermarktung, habe ich im April 2017 gestartet. Also noch recht jung eigentlich. Das sind ja jetzt gerade mal knapp 2 Jahre, genau. Und vielleicht auch bekannt jetzt, wer es gesehen hat von meinen Zuschauern, immer wieder sonntags, da durftest du die Jutzis begleiten mit ihrem berüchtigten Song, der passt ja natürlich umso besser, der Tuba-Sepp. Ganz genau, das war echt ganz witzig. Ich habe die Nummer mal online gesehen und dachte, der auch immer, der die geschrieben hat, der muss die für mich geschrieben haben. War natürlich nicht der Fall. Die jungen Zielertaler kannten mich nicht, ich sie auch nicht. Und dann hat mich der Daniel angeschrieben auf Facebook, Micha, du hast eine Tuba, wir haben den Tuba-Sepp, und hat mich dann später dann für immer zu Immer wieder sonntags eingeladen und dann war ich dort das erste Mal im Europapark bei Immer wieder sonntags. Prima, auch nicht schlecht, genau. Und Sepp heißt ja du jetzt nicht im Beinamen, oder? Nein, Micha von der Rampe, ja, ganz genau. Also nicht der Tuba Micha, doch eigentlich schon, aber der Tuba Sepp, genau, das wäre vielleicht auch eine Nummer für dich, oder? Ja, also tatsächlich habe ich die sogar für mich auch eingesungen, beziehungsweise habe ein Playback für mich bekommen. Ich mache sie ab und zu auch live und dann heißt es Micha von der Rampe mit der blauen Tuba. Okay, ja, genau. Also das Blaue, das sticht natürlich schon auch ins Auge und bleibt natürlich irgendwo im Auge des Zuschauers schon irgendwo hängen, denke ich mal, ne? Ja, also ich denke einfach, man muss marketingtechnisch was machen. Es funktioniert halt gar nichts mehr alleine. Und meine Konzeption, Micha von der Rampe mit der blauen Tuba, man sieht es auch, vielleicht auch noch hier. Das Blau kommt im Logo, es kommt immer wieder zurück. Also blau, blau. Also blau ist ja ein Zustand, sagt man, oder? Kommt das auch mal vor? Ja, also ich werde ganz oft gefragt, wieso ist die Tuba blau? Ich sage dann am meisten oder am liebsten, die Tuba passt sich meinem Zustand an. Alles andere dürft ihr euch jetzt darüber denken. Genau, mehr sagen wir jetzt da mal nicht dazu. Ja, aber dennoch, du hast auch aktuell gerade jetzt einen Hit draußen, Mein lieber Herr Gesangsverein. Woher kommt der oder wie kam die Nummer zustande? Bist du auch im Gesangsverein irgendwo tätig? Nein, ich bin nicht im Gesangsverein. Die Nummer ging eigentlich eher darum, es gibt ja so viele Vorurteile und Klischees über uns Deutschen.
Sandalen mit Socken, pünktlich, pflichtbewusst, bürokratisch, ohne Ende. Und ich wollte einfach mal die ganzen Fakten auf den Tisch legen, in den Song verpacken. Und ich glaube, das ist mir in den Strophen auch ganz gut gelungen. Ohne Melodie braucht man natürlich eine einfache. Und dann habe ich gesagt, mein lieber Herr Gesangsverein, typisch deutsch. Und natürlich immer ein paar Töne mit der Tuba sind im Hintergrund auch dabei, gell? Ganz genau. Ja, also meine Songs, die basieren eigentlich alle, also es basieren, es werden immer Stilelemente von der Tuba zu hören sein. Es gibt jetzt die Lederhosen-Polka, wo sehr viel Tuba drin ist. Bei der ist jetzt die Begleitung drin. Aber irgendwo ist meine Tuba, die übrigens Lore heißt, immer mit dabei. Die Lore, okay, also hat einen weiblichen Namen bekommen. Nur so, obwohl sie tiefe Töne hat, ne? Ja, es ging eigentlich eher ein bisschen darum, ich weiß gar nicht, dass meine Schwester heißt Lorena, ich habe sie immer Lore genannt. Mama fand das immer. Und dann habe ich irgendwann gedacht, dann ist das meine Lore. Auch nicht schlecht, sehr gut, toll. Ja, deine Stücke, wie du schon gesagt hast, schreibst du selbst. Und zum Großteil machst du eigentlich auch noch alles im Hintergrund selber. Wie kriegt man es unter den Hut mit dem normalen Beruf dann auch, den du ja nebenbei auch noch hast? Ja, wie du schon gesagt hast, ich mache bisher Management, Booking, Songwriting den Großteil selber. Und dann nahezu eigentlich alles selber. Ich arbeite, für die, die es interessiert, noch bei einer Bank und mache dort Online- und PC-Sachen und habe dort jetzt allerdings seit August letzten Jahres auf 80% reduziert. Das heißt, ich arbeite jetzt 4 Tage die Woche und sonst mache ich Musik. Es ist stressig, ja, aber mir macht es einfach so viel Spaß und dann kann man das auch definitiv auf sich nehmen, den Stress. Ja, nee, also wenn es so geht, dann passt es doch, wenn das so der Ausgleich dann da ist und mit den Terminen dann entsprechend auch vereinbar ist, ne? Ganz genau. Ja, also finden tut man dich dann auch auf den Social-Plattformen, Instagram, Facebook, YouTube. Machst deine Videos, glaube ich, auch alles selber, wie du gesagt hast, ne? Ja, also ich bin, wenn ihr mal vorbeischauen wollt, gerne auf Instagram, Facebook oder natürlich ganz klassisch auf der Homepage, Micha von der Rampe, findet ihr alles. Ich bin eigentlich auch, das ist eigentlich, ich bin sehr Social-Media-affin und ich mache es auch wirklich gern und poste eigentlich schon relativ häufig was. Guckt einfach mal vorbei. Micha von der Rampe auf Instagram und Facebook. Super, super, da schauen wir mit Sicherheit. Wirst du da wieder neue Fans dazugewinnen, das kann ich mir gut vorstellen. Vor allen Dingen, wenn wir jetzt gleich noch einen kleinen Kostprobe musikalischer Art von ihm bekommen. Und dann werden wir auf alle Fälle mal verfolgen, wie das Ganze mit dir weitergeht. Auf welcher Rampe bist du da dann, wo es abhebt? Also ich bin selber noch gespannt. Für mich ist es auch jeden Tag wieder gefühlt was Neues. Ich habe jetzt noch viele Auftritte, die geplant sind. Zum Beispiel Cannstatter der Wasen ist wieder ein großes Thema. Im Après-Ski bin ich viel unterwegs. Ich bin regelmäßig in Bulgarien. Es ist gerade so Oktoberfest. Das ist so mein Favorit. Ja, eigentlich alles, was Spaß macht und wo die Leute gut drauf sind und auch darf auch gern partymäßig unterwegs sein. Sehr gut. Und vielleicht sieht man ihn ja öfters bei uns auf unseren Kanälen. Wäre mit Sicherheit wieder eine Bereicherung. Ich sage schon mal recht herzlichen Dank und dir viel, viel Erfolg mit der Tuba, mit der blauen Tuba. So, und dazu bauen wir jetzt ganz kurz ein bisschen um. So machen wir's. Also, die Tuba spielt sich jetzt kurz warm und ihr seid gleich wieder da. Ja, ein Ausschnitt meiner neuen Single, mein lieber Herr Gesangsverein. Und wir hören noch, meine Tuba macht Krach und die geht so.